Der BVB ist deutscher Meister 2016. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Heute ein bisschen leiser, denn es ist bereits 22.15 Uhr und in diesem Haus wohne nicht nur ich, sondern auch meine Familie und die möchte gegebenenfalls schlafen. Ich bin wieder einigermaßen fit und dementsprechend kann ich heute die nächste Episode aufnehmen, muss morgen auch eine Arbeit schreiben und ich dachte mir, deswegen schaffe ich es vielleicht morgen nicht aufzunehmen und mache das Video einfach heute. Das Video kommt zusätzlich zu zwei anderen, ist keine reguläre Folge, denn heute gibt es nur ein Spiel und zwar das gegen den Hamburger SV, in dem wir Meister werden können. Wir gucken uns gleich nochmal genau den Spielplan und die Tabelle an. Vorher aber auf jeden Fall nochmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Wenn wir 1000 Likes für diese kurze Episode schaffen, dann mache ich die nächste besonders lang. Ja, dann gibt es das nächste Mal eine besonders lange Episode, für alle, die da richtig Bock drauf haben. Würde ich mich drüber freuen dementsprechend, wenn ihr den Daumen da lasst. Videobeschreibung ist auch noch ein Link zu IG Vault, könnt ihr auch auschecken. Da gibt es günstige Münzen mit dem Rabattcode MAXGAMINGTV. Bekommt ihr noch 6% Rabatt. Instagram und Twitter sind da auch verlinkt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht viel länger rum, denn ihr seht, wir haben schon wieder den Signal Iduna Park hervorprovoziert. Und eine Sache, doch, das ist eigentlich die wichtigste Sache, denn deswegen mache ich dieses Video heute Abend noch, weil mir die Leute Abend gekommen ist, folgendes. Eventuell wisst ihr, ich werde im Sommer nicht in Deutschland sein, beziehungsweise eine relativ lange Zeit des Sommers nicht in Deutschland verbringen. Das liegt einmal daran, dass ich am 3. Juli, also genau in einem Monat, in den Urlaub fliege mit meiner Freundin. Ich meine, ja, davon werden Videos vielleicht kommen und eventuell wird es dann noch ein paar Specials mit ihr zusammengeben. Aber an sich sind das schon mal 10 Tage, die ich dieses Jahr nicht da bin. Bis zum 13. Juli. Danach, ja, bin ich eventuell schon ab dem 17. Juli auf Malta und mache mein Praktikum. Eventuell ab dem 1. August, aber ich bin auf jeden Fall im Ausland und das zumindest 6, wenn nicht sogar 8 Wochen. Dementsprechend wird es extrem schwierig, in diesem Zeitraum wirklich täglich hochzuladen und ihr müsst die Videos noch mehr wertschätzen. Ich möchte aber zumindest, wenn ich diese 6 bis 8 Wochen weg bin, jede Woche ein Video bringen. Ein FIFA-Video. Vlogs und so weiter und so fort. Gerade zur Bundesliga und so. Ich kann die Bundesliga nicht gucken, wenn Braunschweig. Da seht ihr, ich bin noch nicht ganz gesund. In den Zeitungen, die Hannover spielt, das wäre einfach zu schrecklich. Aber auf jeden Fall werden Vlogs kommen. Aber FIFA-Videos werden zu dem Zeitraum logischerweise ein bisschen weniger kommen. Um dem aber vorzubeugen. Um eventuell ein bisschen, das wird auch Urlaub so sein, aber höchstens 3 Videos in den 10 Tagen kommen. Um dem ein bisschen vorzubeugen, ja, habe ich folgenden Plan entwickelt. Und zwar möchte ich noch eine weitere Karriere starten. Allerdings nicht mit Dortmund oder einem Bundesliga-Team. Nein, ich habe mir bisher den FC Liverpool rausgedacht. Das ist die Mannschaft, die ich besonders interessant finde. Vielleicht fallen mir spontan hier noch mehr Mannschaften. Nein, ich werde auf jeden Fall einen Strawpoll-Link in die Videobeschreibung packen. Und da könnt ihr abstimmen, mit welchem Team noch eine Karriere gestartet werden soll. Newcastle wird ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich dieses Konzept hier, wie ich es mit Dortmund mache, deutlich geiler finde. Dortmund wird auf jeden Fall auch fortgesetzt. Keine Sorge, das wird nicht ersetzt oder abgelöst oder irgendwas. Es wird weiterhin jeden zweiten Tag die Dortmund-Karriere kommen, aber eventuell dann auch wieder jeden zweiten Tag, beziehungsweise wenn nicht Dortmund kommt, der andere Karrieremodus mit gegebenenfalls Liverpool oder irgendwas anderem. Der Vorteil dabei wird sein, dass ich diesen vielleicht ein bisschen mehr in die Zukunft aufnehme. Das heißt, ein bisschen mehr Vorrekorde. Ihr habt vielleicht nicht mehr ganz so viele Mitbestimmungsmöglichkeiten wie beim Dortmund-Karrieremodus. Trotzdem werdet ihr natürlich noch mit einbezogen werden, gerade in der Anfangsphase, weil ich da ja auch noch in Deutschland bin. Aber danach auf jeden Fall kann ich ein bisschen vorproduzieren, damit ihr in der Zeit, wenn ich weg bin, wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall Videocontent bekommt. Das ist auf jeden Fall mein Vorschlag an euch. Wenn es euch gefällt, lasst dafür einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und stimmt auf jeden Fall bei Strawpoll ab. Das wäre mir sehr wichtig. Und ich werde auch noch einen zweiten Link reinmachen. Wenn ihr dieses Video liked, beziehungsweise wenn ihr mir reinschreibt, werde ich schon sehen, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Für euch ist es nur positiv eigentlich. Ihr bekommt noch eine Karriere, die ihr sehr feiert. Ihr bekommt noch mehr Videos. Was willst du mehr? So, wir gucken uns jetzt erstmal bei den Kalender an und starten hier richtig rein in Dortmund-Karriere. Ihr seht, momentan sind wir am Sonntag und es wäre der 15. April 2016, an dem wir die Meisterschaft klar machen könnten mit einem Sieg zu Hause gegen den Hamburger SV. Hamburg in den vergangenen Jahren eigentlich immer so ein bisschen der Angstgegner von Dortmund, aber vielleicht ist das heute hier in diesem Karrieremodus anders. Vielleicht können wir gewinnen und vielleicht holen wir bereits 4 Spieltage vor Schluss, ihr seht hier, die Meisterschaft. Das wäre doch einfach nur geil. Um das zu bewerkstelligen, trainieren wir unsere Mannschaft natürlich nochmal richtig und pushen sie richtig nach vorne. Vielleicht können wir noch ein Upgrade rausschlagen, nein, aber Özyurkup steigt zumindest bei 2 Stats. Dazu gewinnt Paslak ein bisschen an Ausdauer und ich glaube Dembélé, auch wenn es hier sehr schlecht aussieht mit dem F, an Dribbling, das ist doch schon mal ordentlich. Und natürlich, wie das vor so einem Topspiel sein muss, motivieren wir unsere Mannschaft, denn wir wollen die Meisterschaft heute haben. Und wie das genau geht, seht ihr hier nochmal. Wir haben momentan 13 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München und haben noch 5 Spiele verbleibend. Wenn wir jetzt gewinnen, bleiben es mindestens 13 Punkte Abstand.
Es sind noch 4 Spiele. In 4 Spielen kann man höchstens 12 Punkte holen. Und wenn wir nicht irgendwie noch gegen die Lizenz verstoßen haben oder irgendwas, sind wir dementsprechend Meister und haben unser Ziel richtig genial direkt in der ersten Saison mal erreicht. Aber auch die Hamburger sind definitiv kein leichter Gegner. Ihr seht es gerade unten rechts. Momentan sind die Tabellenfünfter, haben zwar 23 Punkte Rückstand auf uns, aber trotzdem sollten wir die auf jeden Fall mit Respekt behandeln. Vor der Partie haben wir noch ein monatliches Scouting-Update, das wir uns angucken wollen, und zwar aus Belgien. Da haben wir Alessandro Tirpan, der ist nicht so gut. Er auch nicht. Er schon eher, aber da gucken wir nochmal, und Steve Corrin brauchen wir auch nicht. Ihr merkt, die heutige Folge ist deutlich mehr mit Labern verbunden. Allerdings, naja, ist ja auch eine Special-Episode. Und deswegen, ohne weitere Umschweife jetzt und ohne weitere Rumgelaber, ins Spiel gegen den HSV. Meisterschaft, go! Unser Stadion, unsere Stadt, unsere Fans, sie alle sind bereit, die Meisterschaft für den BVB in der Saison 2015-2016 zu feiern. Die einzige Mannschaft oder die einzigen, die das noch verhindern können, sind die Spieler des Hamburger SV. Aber das wollen wir natürlich absolut heute nicht zulassen. Hier nochmal, es sind momentan 13 Punkte auf die Bayern und das wollen wir heute genauso halten. Wir haben die beste Offensive der Bundesliga und das soll auch heute wieder unser Trumpf im Ärmel sein gegen den Hamburger SV und seine in den letzten Jahren zumindest immer mal wieder wackelige Defensive. Und das ist unser Mainman im Angriff vorne, Romelu Lukaku. Unsere Aufstellung heute: Horn im Kasten, Piszczek, Mustafi, Oxford und Ricardo Rodriguez davor, Özyakub und Bender auf der Doppel-6, Shinji Kagawa, Bojan auf rechts, Marco Reus auf links und vorne der eben genannte Belgier Romelu Lukaku. Die Fans sind bereit und ich bin's auch. Der Hamburger SV mit Adler, Ashton, Götz, Emir, Spajic, Kleber und Ostjolle, Katscha, dazu noch Louis Holpi, Nabil Baoui, Aaron Hunt, Nikolai Müller und PML 10 Pierre-Michel Lasogga. René Adler gegen den BVB, das hat in Realität ein richtig heftiges Duell gegeben in der Hinrunde. Mal sehen, wie es heute werden wird. Anpfiff für unseren BVB und dann springen wir rein und holen uns die Meisterschaft. Auf geht's! Die erste Gelegenheit vielleicht über einen Konter, über Özyakub und jetzt Shinji Kagawa. Da außen ist Ricardo Rodriguez, Marco Reus gerade noch nicht zugange. Der steht nämlich auf der anderen Seite und ich weiß nicht, was er genau da machen möchte, aber soll er mal. Ganz gefährliche Situation für die Hamburger. Ich fasse es nicht, Luis Holtby trifft nur den Pfosten, stand aber ohnehin im Abseits. Glück in der Situation für uns. Barmonas, schön gemacht auf jeden Fall von Bojan und dann das Foul. Ja, in der Richtung des 16ers von Nabil Baoui müsste es gewesen sein. Die Gelegenheit für Bojan. Wir bringen den rein. Vielleicht treffen wir ja Romelu Lukaku. Nein, wir treffen Rodriguez und da steht Reece Oxford. Starker Schuss, gute Parade von Adler. Nochmal Bojan in die Mitte. Das hätte aber deutlich besser kommen müssen. Aber Bender holt sich den Ball zurück. Wir bleiben an der Szene einfach mal dran. Wieder Bojan, der hat eigentlich viel zu viel Platz. Geht nochmal in die Mitte, legt quer auf Lukaku. Und das war ein bisschen zu kompliziert gemacht. Piszczek stark mit der Balleroberung auf Bojan. Aber der mit dem flachen Pass in die Mitte, der sollte eigentlich nicht auf ihn gehen, sondern auf Piszczek. Nach einer ganz schwachen Anfangsphase schnüren wir jetzt die Hamburger hinein. Guck mal, die wissen gar nicht, wo sie überhaupt hin sollen. Aber genau diese Angriffe mit Ballstaffetten sind auf Legende die gefährlichsten. Ihr seht hier, wie die sich durchkombinieren. Jetzt Nikolai Müller außen gegen Reece Oxford, aber unser Engländer ist da und macht das ganz, ganz stark. Den müssen wir auf jeden Fall am Ende der Saison halten und das ist bald da. Wieder gute Ballerung von Piszczek, aber dann läuft Bojan eine ganz dumme Laufkurve, könnte man sagen. Verliert den Baller vielleicht jetzt mal mit Kombinationsspiel raus. Nein, weil Luis Holtby da resolut dazwischen geht und Baoui einsetzt, aber der läuft sich da fest. Das ist genau das Spiel bisher. Wir sind sehr, sehr gut auf dem Weg zum 16, aber dann, warum kriege ich hier eine Anweisung? Egal, dann fehlt uns auf jeden Fall die Konzentration und die Kreativität. Der Freistoß jetzt eine gute Gelegenheit. Ricardo Rodriguez, der kann das richtig gut. Der kann das richtig, richtig gut. 1:0, genauso wollen wir das sehen. Ricardo Rodriguez, jetzt nicht gedacht, dass er den reinmacht. Mit Hilfe der Mauer über, ja, René Adlers Arme hinweg zum 1:0. Der Schweizer mit seinem ersten Saisontor für uns. Klasse Ding auf jeden Fall. Kannst du so machen und wir führen im Signal. Ich kann nicht so laut reden, es tut mir leid, meine Stimme. Und dazu ist es halt die Uhrzeit. Aber ich hoffe, dass es auch so gut ist. Wunderschöner Freistoß. Ein bisschen Glück dabei, aber das brauchst du, wenn du Meister werden willst. Özyakub mit der Ballerung. Jetzt ist Hamburg nervös. Das ist wieder Ozan Özyakub. Die Flanke in die Mitte. Da steht Lukaku. Ich glaube, der Ball kommt normalerweise erst in Nigeria wieder runter. Da
Da wären wir fast nochmal zum Abschluss gekommen, aber es ist Halbzeit im Signal Iduna Park. Das Westfalenstadion sieht den deutschen Meister 2016, Fragezeichen. Bisher Hamburg in der Offensive nur einmal gefährlich gekommen und gerade nach dem Tor waren wir definitiv gefährlicher. Genau so muss es jetzt bleiben, 2:0 und dann ist vorbei. Das Ganze wird zur zweiten Halbzeit aber ohne Bojan fortgesetzt. Für den heißt es Bamonos auf die Bank und es kommt dafür natürlich Usman Dembele. Bojan hat aber kein schlechtes Spiel gemacht, versteht mich nicht falsch, ich will nur Dembele seine Spielzeit geben. Da wäre fast der Ausgleichstreffer gewesen, Kopfball von, ich glaube, Emir Sbahic, ja. Und der war gar nicht mal so weit daneben. Rodriguez genau im richtigen Moment auf Lukaku, aber die Annahme war leider Gottes eher eines, Panzers gleichzusetzen als einem filigranen Fußballer. Aber gut, das ist ja eigentlich bei Lukaku auch so. Es gibt einen Eckball für den HSV. Wir sind jetzt bei der 65. oder in der 65. Spielminute und wechseln dementsprechend nochmal auf, während wir hier sehen, dass das nächste Spiel für die Hamburger das Derby, das Nordderby im Volksparkstadion ist. Aber das ist gerade nicht relevant, denn wir wollen auf die Auswechslung gucken. Und zwar geht einer vom Platz, der uns sehr geholfen hat, unerwartet in der Saison. Es war Shinji Kagawa, der eigentlich schon weg war und dann durch den Speicherstandfail noch da war. Und Wissam Ben Yedder, damit kommt ein Spieler, der auch sehr viele wichtige Tore gemacht hat. Bei Hamburg kommt Ilicevic. Schöner Ball auf Dembele, die Ballannahme ist Weltklasse, der Fake-Shot auch, der Abschluss ausbaufähig, aber das war auch wieder mein Egoismus. Oxford einfach nur stark und Reus mit der nächsten Gelegenheit auf einen Konter und wird da gefoult. Und das war Marco Reus' letzte Aktion. Er geht raus aus der Partie. Spiel angefangen in der Saison Tore zu schießen, aber war die ganze Zeit wichtig. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Meisterschaft, wenn es sie denn werden sollte. Und Paslak hoffentlich einer für die Zukunft, der auch ein wichtiger Bestandteil werden könnte in den nächsten Jahren. Kommt jetzt nochmal rein und ersetzt unseren vielleicht zukünftigen Kapitän. Ihr wollt das, ich weiß. Dembele jetzt auf der linken Seite und holt direkt mal einen Eckball raus. Natürlich deutlich besser, dass er den Ball jetzt auf seinem starken Linken hat. Und die Ecke auf Ben Yedder sitzt. 2:0, 82. Minute. Der BVB ist deutscher Meister 2016. Die Flanke von Özcan, perfekt auf den Kopf von Ben Yedder. Und wir sehen den Schwenk durch die Fans. Und wir sehen hier eine wunderschöne Perspektive. Der perfekte Kopfball vom eingewechselten Ben Yedder. Und es steht 2:0. Das ist nicht uneinholbar, aber doch sehr unwahrscheinlich einholbar. Und damit sind wir deutscher Meister. Oder auch nicht. Was war das denn? Josip Drimmitsch mit dem Anschlusstreffer. Haben wir uns zu früh gefreut. Da steht unsere Defensive mal ausnahmsweise nicht so gut. Bender kommt zunächst nicht ran. Dann rutscht Oxford an Drimmitsch vorbei. Und der ist eisekalt. Scheiße. Das wollten wir so natürlich jetzt nicht. Und jetzt macht Hamburg plötzlich richtig Druck im 16er. Drimmitsch! Das ist das 2:2. Das ist unfassbar. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Pastler ganz unglücklich und irgendwie durch Rodriguez rutscht der Ball durch und es steht 2:2. Und dann ist es vorbei. Nur ein 2:2. Der Angstgegner hat wieder zugeschlagen und ich könnte mich schon wieder schwarz ärgern, dass wir es nicht schaffen, einen 2:0 Vorsprung am Ende über die Zeit zu bringen. Wir sind noch nicht Meister. Das heißt, wir sind auch noch nicht durch mit der Episode. Wir müssen noch ein Spiel machen. Und wir spielen noch gegen Stuttgart. Drimmitsch ist jetzt mein Staatsfeind Nummer 1. Was für ein Sackgesicht, dass der ausgerechnet jetzt plötzlich 2 Tore nach Einwechslung schießen muss. Ganz, ganz bitter. Verzeiht mir, liebe BVB-Fans, ich habe das nicht so gewollt und ich hätte nie im Leben daran geglaubt, dass das passieren würde, aber das ist halt nun mal FIFA. Wir haben aktuell so Frankreich, das juckt mich aber momentan irgendwie gar nicht. Doch halt, wir hatten das Topspiel. Vielleicht können wir doch Meister werden, wenn Bayern nur unentschieden spielt. Ist natürlich nicht passiert, Schalke kann auch gar nichts richtig machen. Das nervt mich so, Mann ey. Ich wollte Meister werden, jetzt muss ich noch ein Spiel machen und das auswärts. Ist natürlich nicht so schön wie zu Hause Meister zu werden. Ich kann mich auch nicht freuen, dass Paslak und Hornstein. Gut, wenn das so ist, werden wir jetzt in diese Partie alles reinwerfen und uns jetzt die Meisterschaft sichern. Auf geht's gegen Stuttgart. Diesmal gute Laune, obwohl die Sonne nicht scheint in Stuttgart. Wir wollen uns den Sieg holen und genau das werden wir heute machen. Scheißegal, was die Fans des VfB hier zeigen. Unsere Fans sind auch dabei und das, wie ihr seht, zahlreich und das müssen wir ausnutzen. Marco Reus im Fokus, 9 Vorlagen, läuft bei ihm und das, obwohl er am Anfang nicht getroffen hat. Wobei Vorlagen ja auch nicht dazu zählen.
Macht euch keine Gedanken, natürlich wird, wenn ihr die 1000 Likes packt, trotzdem eine extra lange Folge kommen, auch wenn diese normale Länge hat. Bei Stuttgart keine Überraschung, aber natürlich Fünferkette mit unseren ehemaligen beiden Spielern, Ramos und Großkreuz. Gott sei Dank ist uns das egal. Piszczek, Mustafi, Oxford und Rodriguez vor Horn, dann Özyaku, Bender, Volland, Dembele und Reus und Lukaku. Das heißt, wir nehmen Bojan und, da muss man auch dazu sagen, Kagawa raus. Reus kommt auf die 10 und Volland und Dembele über außen. Das heißt, das sind die beiden Neuen in der Startelf. Wir gucken auf Adrian Ramos, natürlich ein bisschen im Fokus, genauso wie Jascha Zurheide. Aber heute geht es nur um uns und wir wollen den Titel und deswegen springen wir jetzt rein. Der Ball auf den schnellen Dembele und der ist natürlich auch schneller als Großkreuz, der da aber ganz schön schnell hinterherkommt, legt den Ball in den Rückraum und da steht Özyaqub, der Ball auf Reus, in die Mitte gegeben und dann ist es Abseits anscheinend. Riesenball auf Harnik und Harnik ist nicht im Abseits, Horn ist weit draußen, was macht denn der da, statt zu schießen? Neben Ballberg wird uns schon ein Unentschieden in diesem Spiel reichen, um Meister zu werden, aber das ist natürlich nicht unser Ziel, wir wollen es natürlich mit einem Sieg machen, aber so wie es momentan läuft, wird das nichts. Das war unser Tackle, also Ballbesitz für, ja gut, dass sie den Einwurf herschenke, ist eine andere Geschichte, aber was war das wieder für ein Tackle von Oxford? Und jetzt der Ball auf den schnellen Dembele, aber Sama ist auch nicht langsam, oder Dembele ist einfach mit Ball extrem langsam, oh, da hätte er sich aber fast noch durchgesetzt, Wahnsinn. Rodriguez mit dem schönen Tackling und das ist jetzt Sven Bender und der ist irgendwie in den letzten Wochen gar nicht mehr gut drauf. Bei Ousmane Dembélé muss ich übrigens sagen, ich glaube, der muss erstmal noch ankommen in der Bundesliga. Das wird noch ein bisschen dauern, aber er ist ja auch noch jung. Bei Bender kann ich das gar nicht nachvollziehen, dass der momentan so Mist macht. Und das war auch nicht gerade intelligent von Oxford. Ich dachte, da komme ich an den Ball ran. Allerdings war Ramos dann doch ein Stückchen zu schnell. Gibt es die rote Karte oder nur gelb? Gibt es die rote oder nur gelb? Es gibt nur gelb. Okay, alles klar. Ja, was ist denn hier momentan spielerisch los? Das ist doch nicht mehr normal. Ja, da ärgert er sich zu Recht, ne? Weil da musst du nicht Halbzeit pfeifen, wenn wir gerade im Angriff sind. Bittere erste Halbzeit. Irgendwie geht da noch nicht so viel. Da muss noch mehr kommen. Reus mit der Ecke. Oxford kommt nicht ran, aber noch ein Eckball. Wieder auf Oxford und wieder kommt der nicht ran, aber noch ein Eckball. Diesmal auf jeden anders und der kommt ran, aber auf der Linie geklärt. Ich glaube, Lukaku war es, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt Oxford, aber der mit dem Fehlpass. Ah, okay, ist ja gut. Castro ist jetzt drin für Bender, weil ich mir das keine Minute länger angucken konnte, was der da fabriziert hat. Jetzt mal wieder Reus auf den Bele und der ist schnell. Jetzt zeig mal deine Schnelligkeit. Irgendwie will er gerade nicht. Aber das Mann, dann laufe ich direkt in Zama rein. Irgendwie soll das gerade alles nicht. Reus mal aus der Distanz. Das sah schon besser aus. Aber vorm Tor passiert nichts. Lukaku ist nicht so präsent heute. Und das ist natürlich ein riesiges Hindernis, dagegen ein Tor zu schießen. Jetzt Volland mit der Balleroberung. Das ist jetzt 3 gegen 3. Jetzt muss nur der Pass auf Marco Reus kommen. Was ist das für ein Scheißpass? Aber Reus holt sich den Ball da im 16er. Macht es alleine. Das Ding ist nicht drin. Ich fasse es nicht. Ich gebe auf. Castro, komm. Bitte. Sicherheit. Scheißegal. Sweat. 1-0. Wir sind Meister. Wobei, diesmal Ruhe bewahren, aber es ist der Führungstreffer und der ist so wichtig. Marco Reus gerade die Chance vergeben und jetzt Castro, er wurde eingewechselt. Genau dafür. Bender hat nichts hinbekommen. Castro ist spielstärker und das zeigt er hier. Die Mannschaft feiert und das vollkommen zurecht. Geiler Angriff, geiles Tor. 1-0 halten jetzt. Haben nochmal doppelt gewechselt. Origi ist jetzt drin, holt sich hier direkt mal den Ball. Das ist Gonzalo Castro und am zweiten Pfosten steht Kevin Volland, aber vorne steht Lukaku. Uiuiui, war das ein Eckball oder war das ein Abstoß? Ich weiß es nicht, es war ein Eckball. Okay, Marco Reus bringt ihn in der Mitte. Da sehen wir ganz, ganz viele Dortmunder, aber auch ein Premislav Tüton. Gerade eben waren es die letzten Minuten, die uns den Sieg kosteten. Jetzt dürfen wir ja eigentlich nur nicht verlieren. Das heißt, wenn wir jetzt das 2-0 machen würden und einfach mal den Ball bekommen würden, was gerade wieder unmöglich scheint gegen diesen Legendencomputer, und den ich unglaublich hasse, wenn er solche Spirenzien macht, wie hier gerade beispielsweise Großkreuz, der sich einfach den Ball nicht ablehnen lässt, jetzt zum Beispiel, dann wäre es mit einem 2-0 durch, weil 2-0 könnten sie unmöglich noch in 3-2 drehen. Aber dafür müssten die Pässe auch mal ankommen und das tun sie gerade nicht. Für 2 Minuten, ich dachte schon 4 Minuten noch später. Und jetzt könnte der Moment gekommen sein. Divock Origi, Divock Origi! BVB ist deutscher Meister 2016. Divock Origi macht alles klar in Stuttgart. Macht das 2-0 für den BVB. Und erlöst endlich die Fans. Lukaku mit der Vorlage 1-0 eingeleitet, hier vorbereitet. Dann ist Niedermeyer nicht im Zweikampf Tüton chancenlos. Und der eingewechselte Belgier, der wirklich kein leichtes erstes Jahr bei uns hatte, macht hier das wichtige 2-0 und schießt uns zur Meisterschaft. Wie geil. Und damit ist auch Schluss. Einfach nur herrlich. Wir sind deutscher Meister. Die Spieler sind total entspannt. Ich weiß nicht, wieso. Normalerweise sollten sie jubeln. Aber dann übernehme ich das Jubeln halt. Ja, Mann. Nächste Episode gibt es auf jeden Fall. Alle 3 Spiele, alle gespielt.
inklusive Meisterfeier. Könnt ihr euch drauf freuen und die Fans, die können sich jetzt schon freuen, denn wir haben es geschafft. Ganz starke Leistung von Reus heute, der lange Zeit nicht überzeugen konnte die Saison, auch in diesem Spiel heute nicht lange Zeit überzeugen konnte, aber dann da war, als es wichtig war, das Tor macht Lukaku, der auch ein Tor vorbereitet, ein Tor einleitet, wunderbar, besser kann es nicht laufen. Auch Castro, ganz wichtig, eingewechselt für den Sieg. Heute haben wirklich alle, die auf dem Platz standen, am Ende restlos überzeugt. Am Anfang war es nicht so stark, am Ende schon und deswegen sind wir verdient deutscher Meister. Wir hatten 8 Schüsse, 7 aufs Tor, Stuttgart hatte einen und keinen aufs Tor. Gladbach noch nicht gespielt gegen Hoffenheim, das heißt, wir hatten das Sonntagsspiel und wir sind deutscher Meister. Gleich zumindest müsste die Meldung da stehen, wir sind nicht mehr einholbar und da ist es. Dortmund sichert sich den Bundesliga-Titel. Wir haben in der ersten Saison genau das geschafft, was unsere Zielsetzung war, sind von den Bayern nicht mehr einholbar. Wir sehen hier allerdings auf dem Bild auch ja, 2 Spieler, die darunter leiden mussten und zwar einmal Erik Durm und Marcel Schmelzer und Hummels, der gar nicht mehr da ist. Schade, dass es da keinen aktuellen Bayer gibt, aber das wäre auch einfach... ja, nicht möglich. In FIFA, man kann ja keinen Dembélé da rein photoshoppen. Ist, denke ich mal, logisch. Soll mir aber egal sein. Wir sind Meister. Dembélé sagt, er liebt den Fußball hier. Und mit dieser Nachricht verabschiede ich mich einfach mal von dieser Episode. Denn ich liebe ihn auch. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst für die Meisterschaft auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es war nicht die kurze Episode, die angekündigt war. Aber läuft, denke ich mal, trotzdem. Videobeschreibungen sind einmal Links zu Strawpoll für die Abstimmung über den eventuellen Liverpool-Karrieremodus. Strawpoll, ob ich Handspiel ein- oder ausschalten soll. Das sollt ihr entscheiden. Natürlich zu IG Volt und natürlich auch zu Instagram und so weiter und so fort. Schaut auf jeden Fall vorbei und schreibt mir in die Videobeschreibung, ja, ob ihr eventuell überhaupt den zweiten Karrieremodus haben wollt. Würde ich mich auch drüber freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen meisterlichen, wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.